Hallo Leute, heute zeige ich euch wieder einen Bandschleifer. Aber dieses Mal besteht er fast nur aus 3D gedruckten Teilen. Ich werde die STL-Dateien auf Thingiverse und Kults 3D hochladen, damit ihr den Bandschleifer auch selber zu Hause drucken könnt. Ich habe damit angefangen, die Schleifmaschine in Fusion 360 zu zeichnen. Ich habe die Teile so gezeichnet, dass sie jeder, der eine Druckfläche von mindestens 23x23 cm hat, drucken kann. Oder zumindest gilt das für die kleineren Modelle, weil ich diese Schleifmaschine für verschiedene Schleifbänderbreiten und Längen konzipiert habe. Außerdem passen viele verschiedene Motorgrößen in dieser Maschine, bis zu 48 mm Durchmesser. Die Länge spielt dabei keine Rolle. Wenn man einen größeren, bis 62 mm Durchmesser benutzen möchte, wird der Spannmechanismus für den Riemen nicht mehr so gut halten, da die Löcher für die Muttern nicht tief genug sind. So schlimm ist das aber nicht, weil wenn man den richtigen Riemen verwendet, braucht man keinen Spannmechanismus. Ansonsten sind die Walzen fassförmig, damit das Band nicht so leicht aus der Mitte läuft. Die obere Walze kann man mit zwei Schrauben einstellen. Man kann sie sowohl linear verschieben, um das Band anzuspannen, als auch neigen, um das Band zu zentrieren. Bei meiner letzten Schleifmaschine konnte man das Schleifband nicht so leicht wechseln. Dieses Mal ist das deutlich besser geworden. Um das Band auszutauschen, muss man jetzt nur noch den Sockel und den Schleiftisch abschrauben und das Band entspannen. Dann kann man das Schleifband einfach herausziehen. Der Sockel ist auch dafür gemacht, den Staub zu sammeln. Um ihn zu leeren, muss man vier Schrauben lösen. Der Schleiftisch kann nach dem Lösen zweier Schrauben im Winkel eingestellt werden. Hinter dem Schleifband muss noch eine 3 mm dünne Holzplatte angebracht werden, damit das Schleifband nicht gegen das Plastik reibt. Am besten sollte sie genauso breit sein wie das Schleifpapier. Das muss ich noch verbessern. Ein Schalter ist noch an der linken Seite angebracht. Für den Zusammenbau empfehle ich folgendes Vorgehen. Das Beste wäre erstmal, alle 12 Elemente auszudrucken. Ich habe die Kugellager aus Holzschuhrollen genommen. Man kann sie natürlich auch kaufen. Wenn es nicht möglich ist, die Kugellager mit den Fingern reinzudrücken, kann man auch eine Spannzwinge benutzen. Ich drücke die Muttern in die vorgesehenen Löcher. Damit sie nicht aus Versehen rausfallen, klebe ich sie mit Sekundenkleber fest. Hier stecke ich zwei M4-Muttern in jedes Loch. Sie werden das Spannsystem halten. Mein Motor ist vom Sperrmüll, deswegen gibt es ihn nicht zu kaufen. Daher empfehle ich einen 57er Motor. Der sollte eine ähnliche Leistung erreichen. Für die breiteren Schleifbänder wäre ein stärkerer bürstenloser Motor nicht schlecht. Beim Schrauben achtet darauf, dass die Schrauben nicht im Plastik durchdrehen. Das sind die Löcher, die die Holzplatte halten sollen. Hier ist mir beim Konstruieren ein Fehler unterlaufen. Das ist im 3D-Modell schon korrigiert. Es ist wichtig, die Abstandhalter nicht zu vergessen. Die breiteren müssen auf der Antriebsachse sein. Ich verwende eine Stahlachse, weil ich die schon da hatte. Aber ihr könnt natürlich eine M8 Gewindestange oder Schraube benutzen. Das ist sogar besser, denn man muss sie nicht kleben, sondern kann sie mit zwei M8 Muttern festziehen. Zum Anspannen empfehle ich eine Schraube mit Sechskantkopf. Ich hatte leider keine passende, die lang genug war.
Diese Schrauben müssen natürlich versenkt werden. Ich habe mich beeilt, das Schleifband aufzuziehen, aber ich musste es wieder abmachen, um die Kabel durchzuführen. Jetzt kann man das Band aufziehen und spannen. Als Riemen habe ich erst einen 3D-Druckerring genommen und zusammengenäht. Er ist leider schnell gerissen. Mein zweiter Versuch war auch nicht erfolgreich. Aber hier könnt ihr gut sehen, wie der Riemen gespannt werden kann. Benutzt verschiedene Kugellagergrößen und Befestigungspunkte, um die Spannung einzustellen. Dann nahm ich dafür drei Gummiriemen. Seltsamerweise hatte ich bis jetzt damit keine Probleme. Ich bin mit meiner Schleifmaschine sehr zufrieden. Mir hat es Spaß gemacht, sie zu konstruieren und zu bauen. Das Schwierige dabei war es zu schaffen, dass sie jeder leicht nachmachen kann. Aber ich denke, es ist mir gut gelungen. Für diejenigen, die mich unterstützen möchten, gibt es die 3D-Modelle vom Bandschleifer für ein paar Euro auf Kultz 3D zu finden. Ich werde auch eine Version kostenlos auf Singiverse hochladen. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Falls du die STL-Dateien vom Bandschleifer kaufst, vielen Dank nochmal dafür, bekommst du natürlich ein paar Extras, wie die 5 verschiedenen Bandschleiferbreiten und die Möglichkeit, einen breiteren Motor zu verwenden. Ach ja, falls ihr euch fragt, was diese 5. Pfote soll, die habe ich hinzugefügt, weil ich dachte, dass die Maschine umkippt. So ist es aber nicht und in den Modellen ist diese Pfote nicht mehr vorhanden. Abonniert euch entweder aus Begeisterung für meine Videos oder aus Mitleid. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao!